So, Pixel Junks Folge 12. Und hier haben wir aufgehört. Und ihr seht, es geht direkt. Wow, es geht direkt weiter in dem Laser-Level. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Stehe ich richtig? Nein, ich stehe natürlich nicht richtig. Nein. Der Reflex. Der schnallt das noch nicht ganz. Ah, jetzt, okay. So, ihr seht, wir gehen schnurweg auf was gehen wir denn zu? Und vor allen Dingen, wo muss ich hin? Uah! Und was muss ich tun? Alles klar, jetzt glaube ich, jetzt schnall ich's, oder? Ja. Jetzt hat Reflex so ein bisschen es gerallt. Und ich freue mich immer noch über die Resonanz, wie viele doch das Let's Play gucken. Hätte ich nicht gedacht. Bedanke ich mich nochmal recht herzlich an euch, dass so viele mir zugucken bei diesem Let's Play. Also ich bin da davon ausgegangen, dass es vielleicht doch nicht so viele sind, aber es sind doch verdammt viele. Und was ist das da oben? Was ist das? Hallo? Gar nichts? Okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hallo? Von da sind wir gekommen. Es ist auch so verdächtig ruhig gerade. Es sieht verdammt nach Bosskampf aus. Aber ich kann hier nichts machen. Oder passiert da was? Irgendwas passiert da, oder? Was muss ich denn hier machen? Hallo? Ah, okay. Wow! Vor der Frostwühler! Oh mein Gott! Jetzt geht's mal ins richtige Geballer hier los. Wow! Und da kommen schon die. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, Spermien. Aber es sind ja gar keine Spermien. Aber es sieht so ein bisschen danach aus. Es tut mir leid, dass ich so ein Kopfkino habe, aber es sieht verdammt danach aus. Wow. Aber es ist doch irgendwie, ne? Hallo? Ah, wow. Wow, der Kampf gegen die Riesenspermien. Wow. Wo ist jetzt der große? Hallo, wo muss ich denn jetzt drauf schießen? Oder muss ich den jetzt am Schwänzchen packen? Kann das sein, dass er so wie Tron ist? Ja, ich muss ihn am Schwänzchen packen. Aber was muss ich jetzt machen? Hallo? Hallo? Lass los! Ach, ich muss ihn jetzt am Kopf treffen. Oh, ist das ein. Oh Gott! Ja, super. Das kann ja heiter werden. So, wir haben immer noch nicht die Riesenspermie erledigt, wie ihr seht.
müssen auch noch uns um die Kleinen so ein bisschen kümmern. Ich glaube, jetzt wird die Riesenspermie wird jetzt ein bisschen wütend auf uns. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Wird ein wenig sauer auf uns. So. Und damit haben wir sie. Die Riesenspermie implodiert. Und wir haben's. Awesome. Eisiger Empfang. Diese Trophäe habe ich gerade bekommen. Ja. ...123 Diamanten haben wir insgesamt gesammelt. Das ist schon eine Menge. Und es geht weiter ins nächste Level. Und das sieht schon wieder nach Vulkan aus, oder? Nein, der Minenkomplex kommt jetzt. Ist die Episode 3. Hui. Das sieht sehr vielversprechend aus. Mysteriös heißt dieses Level. Das sieht sehr mysteriös aus. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Der nervige Sound vermag nichts Gutes. Und da oben sind schon... Sind das Gegner oder sind das... Das sind Gegner, ja. Reflex, das... Was ist das? Okay. In diese Flüssigkeit darf man wohl anscheinend nicht rein. Man kann die Gegner auch nicht zerstören, die da drin sind. Und man stirbt. Ja. Man stirbt. Okay. Das heißt für uns, wir müssen mal so ein bisschen schauen, wie wir wohin weiterkommen. Das ist Wasser. Ja. Da ist ein Diamant. Oh, das sieht richtig, also gefällt mir richtig gut. Sieht richtig geil aus. Echt gespannt, wo das noch hingeht. Ob Episode 3 das Ende ist? Wir wissen es nicht. Wir werden es erfahren. Lass uns da mal überraschen. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz, ganz cremig. Ganz geschmeidig. Aber die machen mir noch so ein bisschen Sorgen hier, die Kollegen. Ah, man kann sie wohl zerstören. Mit den Raketen, die man hat. Drei von vier Diamanten. Ich weiß gar nicht, ich sehe jetzt gerade auf der Karte, sehe ich aber auch keinen weiteren. So, fliegen wir mal oben wieder weiter lang. Ist hier noch irgendwie ein Diamant? Nein. Ja. Okay, das ist, also, scheint dann so irgendwie so eine Flüssigkeit zu sein, die uns schadet. Die wir natürlich nicht berühren dürfen. Das erinnert ein bisschen an die Lava. Ich frage mich gerade, ob wir hier nochmal irgendwo einen Diamanten sehen, aber es sieht nicht danach aus. Ah, doch, da unten ist einer. Ja, den haben wir. Sehr schön. Weiter geht's. Na, haben wir den Sternchen noch mitgenommen? Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wie soll Reflex denn das... Aber gefällt mir richtig gut. Soundtrack gefällt mir auch gut. Auch so die Geräuschkulisse gerade. Ja, super. Okay. Ich nehme alles zurück. Das Spiel wird sehr, sehr... Oh, hier dürfen wir auch nicht zu lange bleiben hier. Okay, man kann nach oben fliegen. Dann geht's eigentlich. Und wo müssen wir jetzt hin? Ach, da. Na super. Na toll. Ob wir das schaffen mit einem Mal? Wir versuchen es mal. Yeah. Awesome. So geht's. Jetzt habe ich gar nicht auf die Diamanten geachtet. Wow. Okay, was haben wir hier? Oh, ein Teleporter. Was haben wir hier oben? Okay, das ist sowas wie... Oh, nee, wenn das den... Oh, wenn das das... Oh, das gibt doch eine Explosion. Ja.
Das gibt eine Massenexplosion. Ich wusste es, das gibt eine Massenexplosion. Das gibt eine Massenexplosion und ich bin mittendrin. Ja. Und das war's. Das war's gewesen. Okay, also wissen wir schon mal, was auf uns zukommt. Wow. Wir sehen es ja da rechts. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir schneller unten sind als wie... Das Gas... Ich glaube, das packen wir nicht. Das... Wow! War das knapp! War das mal knapp oder war das mal knapp? Was ist F für einer hier da oben? Was ist hier? Ah, das ist nur Gas, ne? Genau. Was mit der Mine? Gibt die irgendwie ein besonderes Geheimlevel frei? Ja, sehr schön. Da unten ist wieder einer mit einem Fähnchen. Hier gibt es sogar direkt zwei Diamanten in diesem Bereich. Sehr schön. Okay. Müssen wir aufpassen, was wir... So, ach, wir müssen auch noch in die Richtung auch noch zurück. Ah, ist ja super. Gibt's denn hier noch irgendwie was? Oh, noch ein Bonuslevel. Ah ja, das Männchen. So, Oma. Oma schon wieder. Hatten wir Oma nicht schon mal gehabt? Also nicht die Oma, sondern der Oma? Naja. Schau dir diesen Ort an. Alles fällt auseinander. Vor ein paar Tagen, vor den Bedrohungen, war das ein voller funktionsfähiges Forschungslabor und ich wollte mich auf den Weg nach Hause machen. Entschuldigung. Jetzt kommen wir hier nie raus. Falls wir nicht in diesem schwarzen Zeug ertrinken oder von unseren eigenen Maschinen erschlagen werden, dann werden wir garantiert gefressen. Von was werdet ihr gefressen? So, jetzt bloß nicht sterben. Wir brauchen nur noch nach Hause. Oh, ein Schutzschild, das ist gut. Ein Schutzschild ist immer gut. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch abwarten und dann nach oben. Weil dann packen wir es. Yes. Sehr schön. Jetzt fängt er schon mit Teleportation an und sowas alles. Oh mein Gott. Also für das Level haben wir ganz schön lange gebraucht. Jetzt gerade. Was ist das für ein Ball? Wow! Okay, ich nehme alles zurück. Ich will gar nicht herausfinden, was das für ein Ball ist. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ich rette erstmal meine Kollegen. Dann sammle ich den Diamanten ein. Da ist keiner mehr. Dann lasse ich mal oben die Flüssigkeit frei. Da wird der irgendeine Funktion jetzt haben, wahrscheinlich. Uns irgendwas gleich bringt. Durch die Explosion von der Lava da wahrscheinlich. Da explodiert doch schon das Gas. Na super. Ah, okay, alles klar. Hier müssen wir also zurück. Wow, da bin ich mitten in diesem... Wow! Wow, schnell weg hier. Mitten in dieses Gedöns gekommen. Ach, die lenken auch noch meine Dings ab. Ach so. Ah, deswegen. Und ich wundere mich schon. So. Ah, gefällt mir richtig gut. Muss ich ehrlich sagen. Wow. Bleib ich doch lieber ein bisschen hier. 15 Minuten wiederum. Und dann geht es schon direkt weiter. Wir müssen ja hier jetzt lang.
um dann dort rauszukommen. Ja, genau. Und zack. Sehr schön. Ungefährlich. Oh, guck mal, unser Schiff saugt die Flüssigkeit an. Seht ihr das? Gibt's doch gar nicht. Ah, das ist natürlich schick gemacht. Also, das gefällt mir richtig gut. Was da oben? Magnet. Was kann der bewirken? Ah, alles klar. Das ist magnetisch, die Flüssigkeit. Uah. Aber das wird wahrscheinlich nicht ewig halten. Deswegen sollten wir uns vielleicht ein wenig beeilen. Uah. Denn wenn die runterkommt, sehen wir ganz schön... Das nehmen wir noch mit. Sehen wir ganz schön alt aus. Wow. Was ist das denn für ein toller Gegner? Wow. Da oben ist noch ein Diamant. Ah, egal. Beim nächsten Mal. Wir hätten's. Sehr schön. Wow. Unglaublich. Ja. Noch 18 Diamanten fürs nächste Level. Jetzt schauen wir mal, wie viel da noch freigegeben wird. Ah ja, da ist ja noch... Da haben wir noch ein bisschen zu tun. Und ich würde sagen, was der verlorene Schatz ist in diesem Level, seht ihr in der nächsten Folge. Also macht's gut. Ciao.